Sprache und Existenz können niemals gleich sein oder gleich gemeint sein. Das ist hier der Titel. Als Menschen haben wir eine Sprache und wir wissen von der Sprache, dass eine wichtige, jetzt drücke ich es mal psychologisch aus, kognitive Grundeinheit ist. Neben unserem Gedächtnis, neben unserem Denken und neben der Wahrnehmung, die wir haben, ist die Sprache etwas Grundsätzliches, das uns als Menschen ausmacht und zur Verfügung steht und sich weiterentwickelt und so fort. Aber Sprache und Existenz, also das, was wir erleben, so wie wir uns verhalten, so wie wir einfach sind als Menschen, mental, geistig, körperlich und all das, können niemals gleich sein. Ich denke, es besteht ein großes Missverständnis immer wieder darin, dass Sprache und das, was wir als lebendig sein oder Existenz begreifen, in unserem Sein eine Einheit sind. Und da entstehen sehr viele Missverständnisse. Da entstehen sehr viele Auslegungsprobleme. Da entstehen eine Menge Zitatprobleme zu sagen, Sie haben doch damals gesagt und Sie hatten das so gemeint und heute sagen Sie es anders. Ja, mei, weil die Sprache oder der Sprachausdruck des Gesagten nicht unbedingt den existenziellen jeweiligen Bedingungen entspricht. Das ist so der Punkt, der immer wieder entsteht. Und insofern gibt es für uns als Menschen immer wieder ein kräftiges Tohuwabohu in unserem Leben, weil wir uns eben das, was wir immer mal gesagt haben, um die Ohren schlagen und da gewisse Deutungshoheiten hinein fabrizieren und natürlich natürlicherweise Widersprüche entstehen müssen. Denn ja, ohne die ist eine Existenz nicht möglich. Aber das liegt eben an dieser Divergenz zwischen Sprache und Existenz. Insofern sind Sprache und Existenz niemals gleich. Sprache ist immer nur ein Symbol. Und ein Symbol, symbolein, der griechische Ausdruck, bedeutet hineinwerfen. Also in dem Sinne, ich extrahiere etwas, ich symbolisiere es, ich bilde es ab. Es ist ein Abbild, es ist eine gewisse Referenzebene, es ist eine Reflexionsebene des tatsächlich Gelebten oder des Erlebten oder Erlebbaren. Sprache als reines Symbol, als eine Art von Gleichnis, aber nicht zu verwechseln mit der eigentlichen Existenz. Das Abbild und nicht die Realität. Also damit ein eigener Bewusstseinszustand, eine eigene Form von Bewusstwerdung und Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt der Dinge bewusst werden können, die wir sind, die uns umgeben, die in Zusammenhängen stehen und so weiter. Ein eigener Bewusstseinszustand. Und damit ist Sprache nie wortwörtlich auf das Leben zu übertragen. Ich kann also nicht sagen, ich schreibe jetzt eine Geschichte, also meinetwegen einen Erlebnisbericht von dem, was ich erlebt habe und dann ist es eine schöne Dokumentation, dann ist es vielleicht ein Polizeiprotokoll oder Gott weiß was, was man so aufschreiben kann. Dann bedeutet es aber nicht, dass das die Realität ist, die so vollzogen worden ist, die sich so begeben hat, sondern es ist immer nur ein Abbild und nicht zu verwechseln mit der Realität. Also sämtliche Geschichten, sämtliche Narrationen, die wir erzählen, und wir sind Erzählwesen als Menschen und wir nähren uns geradezu auch aus der Erzählung, sind aber nur Erzählungen und sie berühren uns mehr oder weniger, sie sind emotional berührend oder logisch und rational berührend oder zu argumentieren, aber das Leben an sich sind sie nicht das reelle Leben, das wir erfahren haben oder das wir erfahren. Sondern ihr Erkenntnisraum, also der Erkenntnisraum der Sprache betrifft nur sie selbst. Das ist ganz wichtig. Der Erkenntnisraum der Sprache betrifft nur sie selbst mit ihren Schlussfolgerungen, Darstellungen, Logiken und so weiter. Und genau das ist es, um es nochmal zu sagen, immer in der Menschheit ein großes Problem gewesen. Einerseits das Leben, andererseits die Kommunikation und Verständigung, damit der Bezug, ein wichtiger Bezugsrahmen für uns als Menschen. Wir können auch ohne Sprache im Bezug sein oder wir können eine andere Sprache haben als diese wortwörtliche Sprache, also diese Schriftsprache, diese Lesesprache, die wir haben. Also meinetwegen im Augenkontakt sein, wir können es an den Händen halten. Wir können Laute von uns geben oder Gott weiß das, aber dann sind wir schon bei Sprache und auch Tiere haben eine Sprache.
Und das Problem ist eben das Sprachmissverständnis, das sehr schnell dadurch entstehen kann, dass wir Sprache und Leben immer wieder zusammenzwingen wollen. Vielleicht ist das ein ganz interessanter Ausdruck in diesem Zusammenhang. Sprache begleitet und formt uns, aber kann in sich kein Anspruch auf Realität darstellen, sondern sie ist abgekoppelt davon, ganz bewusst abgekoppelt. Sie braucht eine ganz andere eigene Ebene, eine Ebene, in der sie alleine bewusst werden kann, sich darüber im Klaren werden kann, um dann Folgen, daraus Folgen für die Realität zu haben. Also sehr wichtig, also eine eigene Erkenntnisebene, so wie das nachtliche Träumen, so wie ein Meditationszustand, ein tiefer Kontemplationszustand, eine vollkommen eigene Ebene ist, zwar verbunden mit deiner lebendigen Existenz, die du hast, aber nur eine gewisse Ebene, eine wie auch immer geartete Ebene deiner Existenz, eine Dimension, einer anderen Dimension geradezu, aber nicht diese Existenz selber. Und natürlich durchdringen sich alle Dinge. Also unsere Sprache durchdringt unser Leben. Oder mit der Sprache suggeriere ich mir, dass ich jetzt keine Angst habe und dass ich hier frei sein kann. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Suggestion an sich, in der Sprachlogik an sich, in dem Sprachausdruck an sich, und das inkludiert Melodie und Rhythmus und all das, was Sprache sonst noch beherbergt, ist nicht die Existenz, die ich dann vollziehe. Insofern ist Sprache sowas wie eine Art von Traum, nicht aber das reelle Leben, wenn wir es mit unserem Träumen vergleichen. Wir wissen, wir träumen, wir können uns unserer Träume bewusst werden, wir können die Träume erzählen, wir können sie vor allen Dingen fühlen. Ein Traum ist ein starkes Spürbewusstsein, emotionale Art, also emotionaler Färbung, und da ist man geneigt, oft geneigt zu sagen, oh, das ist das Rudimentäre im Leben, das Feeling. Ist aber nicht das reelle Leben. Ich weiß in der Regel, ich habe geträumt. Ich kann sehr umfangreich träumen, sehr vielseitig träumen, aber ich krieg's doch stets immer wieder hin, auch in der Erinnerung des Geträumten, dass es ein Traum war und nicht das Leben selbst. So ähnlich ist es mit der Sprache, wenn wir diesen Vergleich suchen. Wir müssen lernen, der Sprache einen besonderen Raum zu geben und damit einen besonderen Charakter zu geben. Und sie uns nicht ständig in einem logischen Verständnis um die Ohren schlagen und sagen, Gott, du hast das und das gesagt oder das und das gemacht oder du hast das bewertet, du hast es gedeutet, du hast mich verletzt mit deinen Worten und all das. Und wir nehmen das viel zu persönlich, weil es ist ja nur Sprache gewesen. Also gerade in der heutigen Zeit sind wir da an Punkten angekommen, wo man sagt, die Leute dürfen keine Waffen haben, zumindest in Deutschland nicht oder in Europa nicht. Aber dann nehmen sie die Sprache als Waffe. Und das wird viel zu stark einseitig betont wahrscheinlich, ne? Natürlich ist die Sprache auch eine Waffe, aber doch nicht eine wirkliche Waffe in dem Sinne. Und wir nehmen dann Sprache viel zu wortwörtlich und viel zu ernst und in dem Sinne viel zu narzisstisch verletzend und all das. Wir geben dem viel zu viel Aufmerksamkeit. Nicht, obwohl wir gerne mit der Sprache operieren, wie wir diese Audios hier umfangreich darstellen. Wir müssen, oder wir können, wir dürfen lernen, der Sprache einen besonderen Raum zu geben, einen besonderen Rahmen zu geben. Und damit eben Sprache nicht ewig und ständig persönlich nehmen und nicht persönlich meinen, sondern eben als Relativierung, tatsächlich als Abbildungsebene, als symbolischer Operationsraum, in dem ich bin und dann gestaltet sich dadurch das Leben. Also insofern eine Unabhängigkeit der Ebenen, um Freiheits- und Bedingungsebenen zu schaffen, um das nochmal zu sagen, eine Unabhängigkeit der Ebenen, um Freiheits- und Bedingungsebenen zu schaffen. Und damit können wir sagen, dass Sprache unser Bewusstsein befreit. Sie stellt immer wieder einen Befreiungsakt für unser Bewusstsein dar, egal wo wir diese Befreiung sehen. Sie ist also tatsächlich etwas sehr, sehr Freies und befreit unser Bewusstsein vor Einseitigkeiten. Wir brauchen die Sprache, um unser Bewusstsein zu erweitern, um es tatsächlich
ganzheitlicher zu machen und ganzheitlicher gestalten zu können. Und dadurch erweitert die Sprache durch ihre Abgehobenheit und ihre Besonderheit in dieser Symbolisierung, in dieser Metaphorisierung unser Leben. Sie erhöht dadurch quasi unser Leben. Und natürlich wissen wir, Sprache ist abhängig von den physiologischen, biologischen Mechanismen und der Artikulation und all dem, was dazugehört auf einer körperlichen Ebene. Aber es ist doch sehr schnell dann ein Rahmen, der umfassender ist als nur das wortwörtliche und buchstäbliche Leben oder diese Zitate, die wir uns ständig um die Ohren hauen, wo wir sagen, du musst bibelgetreu leben. Du musst so und so verfassungskonform leben, aber wir müssen, und die Realität ist doch eine Verfassung, immer wieder neu sprechen und neu artikulieren und immer wieder anpassen an die Bedingungen, die in unserem Leben existieren. Durch all das bahnt Sprache die Existenz, also das Dingliche, das Seiende an sich. Sprache ist frei, so wie die Gedanken des Denkens und des macht uns sehr, sehr stark aus. Also was auf jeden Fall frei bleibt bei aller, was weiß ich, Schrecklichkeiten von Despoten und sonstigen Sachen, die es so historisch in der Menschheit gegeben hat, sind immer wieder die Gedanken, die frei sind. Die Gedanken sind frei, da kann niemand reingucken. Auch ein Neurobiologe nicht oder irgendjemand nicht. Das ist weit, weit davon entfernt. Und ich glaube, das bleibt immer wieder ein frommes Märchen, dass man das machen und tun könnte. Sondern die Gedanken sind immer frei. Du weißt nie, was sie oder er genau denkt. Und das ist toll so, weil das ist mein ganz persönlichstes Geheimnis, das ich habe. Und das ist nur das, was wirklich mich im Kern meiner Persönlichkeit ausmacht. Cogito ergo sum, tatsächlich in dem Sinn und damit eben die Sprache, die dadurch damit verbunden ist. Sprache ist frei, so wie die Gedanken tatsächlich des Denkens frei sind. Und unsere Probleme und zahlreichen Probleme, die wir als Menschen haben, entstehen im Verwechseln von Sprache und Realität. Also wir brauchen eigentlich mehr Debattierclubs, wir brauchen mehr Sprachzusammensein und all das, aber eben dann nicht das persönlich nehmen, du hast gesagt und du hast gesagt und du hast gesagt, sondern lass es einfach in dir wirken und dadurch entsteht ja, das ist das Tolle auch in der Psychotherapie, durch den sprachlichen, emotionalen Ausdruck entsteht eine Befreiung, ich befreie mich von meinen Problemen, ich werde weiter, ich werde dynamischer. Ich werde viel flüssiger, bereiter, das Leben in verschiedenen also in verschiedenen Bereichen zu leben, flexibler in dem Sinne. Das ist der befreiende Akt der Sprache. Aber es ist eben nur die Sprache. Insofern können wir abschließend sagen, Existenz und Sprache können nicht zusammen gezwungen werden. Und genau das ist das, was immer wieder zu zahlreichen Auseinandersetzungsanlässen in der Menschheit führt, in diesem geradezu auch babylonischen Zeitalter, wo alle dann eine andere Sprache sprechen und wir, ja, wie ist es dann? Können wir trotzdem zusammenwirken und existieren? Das ist so eine entscheidende Frage. Oder mir fällt hier ein Spruch aus der Paartherapie ein, der sagt, also in der Paartherapie gibt es so einen Dreisatz und der Dreisatz heißt Kommunikation, damit sprechen, Kooperation, was ganz anders sein kann als miteinander sprechen und ein Sprachverständnis oder ein logisches Sprachverständnis und das dritte ist aushalten. Das finde ich immer wieder sehr interessant, das können wir auch in andere Bereiche anwenden und zu sagen, ja, Menschen verständigen sich und sprechen ist sprechen und dieser schwäbische Ausdruck, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, wenn mich jemand festmacht auf das, was ich gestern am Stammtisch erzählt habe? Ist doch scheißegal, heute sind wir hier in dieser Existenz und ich kooperiere mit dir und ich hau dir nicht den Schädel ein oder was. Bin ja bei dir. Und das ist in Freundschaften, in Beziehungen immer wieder ganz wesentlich. Die Kommunikation ist die eine Seite, das Missverständnis der Kommunikation ist immer wieder zahlreicher Anlass für Auseinandersetzungen, mannigfacher Art. Und dann auf der anderen Seite gibt es eine Kooperation, wir wirken trotzdem zusammen, wir halten trotzdem zusammen und wir halten uns aus. Das ist interessant, das können wir eben auch tatsächlich auf diesen Titel hier setzen. Sprache und Existenz können niemals gleich sein.